Hi Leute, ich wollte euch ganz gern mal OpenSUSE 12.3 vorstellen. OpenSUSE ist ein freies Linux, was völlig kostenlos ist. Ihr könnt euch das ganz einfach herunterladen und installieren. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Das ganze OpenSUSE-System kommt mit einem KDE-Desktop daher, in dunklen Tönen. Die kann man aber natürlich auch ändern. Wie es sich für ein volles KDE gehört, lässt sich das völlig nach Belieben ändern. OpenSUSE hat nichts mit Ubuntu zu tun, außer dass es ein freies Linux ist. Allerdings ist es ein sehr schönes Linux. Wir haben alle möglichen Anwendungen direkt an Bord. Von Systemeinstellungen zum Dateimanager Dolphin. Hier lassen sich bereits einige Einstellungen ändern. Dazu ge besser geeignet ist aber Just Another Setup Tool. Hier kann man direkt Software installieren, Hardware einrichten, das System einrichten, Netzwerk einrichten, gibt alles Mögliche. Nicht viele Betriebssysteme haben so ein super, super gutes Programm zum Konfigurieren. Da ist OpenSUSE ganz weit vorne. Ubuntu hat das nicht, das hat nur eine Systemeinstellung. Hier haben wir ein wie von Windows bekanntes Startmenü, jedenfalls so ähnlich. Lässt sich natürlich alles ändern. Direkt ein Programm. Eine KDE Desktop lässt sich natürlich auch verändern. So zum Beispiel ein bisschen größer machen. Kleiner hin und her ziehen. Kann auch natürlich Mini-Programme hinzufügen. Das Hintergrundbild ändern. Das wäre jetzt unser Desktop. Da werden alle Dateien abgelegt, die unter Arbeitsfläche kommen. Hier sind keine Dateien. Kann auch keinen neuen Ordner erstellen. Das geht nur hier. Hier haben wir natürlich auch ein Terminal und Anwendung installiert man. Ja, haben wir es denn? Hier müssen wir unser Root-Passwort eingeben. Hier können wir direkt Pakete suchen, ähnlich wie Synaptic halt. OpenSUSE benutzt RPM-Pakete. Ubuntu benutzt deb-Pakete, also Ubuntu-Pakete sind unter OpenSUSE nicht lauffähig. Besser noch ist, das Upper Software Management ist wie ein Software Center halt. Hier kann man direkt Software installieren. Finde ich nur ein bisschen schade, dass hier nicht direkt Bilder neben sind. Ups. Kommen denn erst, wenn man da einmal raufklickt. Standardmäßig ist Firefox der Webbrowser. Man kann sich natürlich, wie eben gezeigt, durch den Chromium nachinstallieren und alle anderen auch. Als Musikplayer ist Amarok dabei. Meiner Meinung nach der beste Musikplayer, den es gibt. Und als Fotoverwaltung haben wir Digicam, obwohl ich die nie benutze. Und das LibreOffice-Paket. Es lassen sich nach Belieben Mini-Programme hinzufügen. Zum Beispiel, ja, ist jetzt völlig unnötig, diese Augen, aber es gibt natürlich auch völlig andere Sachen, ne? Einheiten umrechnen. Ist alles. Wer sich das System über eine Live-CD installiert, hat am Ende noch schon ein paar Schwierigkeiten mit den Sprachen, wenn man das auf Deutsch einstellt. Da muss man ein bisschen in Just herumfummeln. Und dann funktioniert das auch. Hier muss man alles auf Deutsch stellen.
KDE-Desktop ist sehr umbastelbar, sozusagen, ne? Man kann hier wirklich alles ändern. Man kann auch GNOME-Anwendungen ändern, also GTK-Anwendungen. Man kann die Buttons hier nach links setzen, falls einem das besser gefällt. Es lassen sich 3D-Effekte für die Arbeitsfläche einrichten. Das funktioniert unter meiner virtuellen Maschine aber nicht ganz so toll. Darum zeige ich das auch nicht. Aber es besitzt natürlich auch Aktivitäten und mehrere Arbeitsfläche, Flächen. Also Aktivitäten, das hat nur KDE. Da kann man verschiedene Desktop-Einstellungen auswählen sozusagen. Zum Beispiel hier Desktop-Icons. Jetzt hat man einen ganz normalen Desktop, wo man auch direkt Icons drauf ablegen kann. Gestartet werden Programme mit einem Klick. Hier gezeigt in der LibreOffice Suite. Desktop ist der Standardfall. Und hier kann man auch direkt wieder gezeigt Arbeitsflächen wechseln. Ja. Es hat auch ein gutes Infozentrum, mit dem man Systeminformationen abgreifen kann. Zum Beispiel, um welches Betriebssystem es sich genau handelt, welche Prozessoren drin sind. Ist alles ganz gut drin. Okay, das war mal ein kleiner Überblick über OpenSUSE 12.3. Wer es haben möchte, kann sich das kostenlos herunterladen. Also OpenSUSE, nicht SUSE. SUSE kostet was. OpenSUSE ist da aber kostenlos. Ja, bis dann.